Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brava Quattro zusammen mit dem Flamezone. Hallo. So, in der letzten Folge haben wir Diamanten gefunden. Ach, ich kann mich nicht bewegen. Hab eine Enderperl, nice. Und jetzt haben wir eine Enderperl gefunden. Wir sind gerade auf dem Server quasi noch mit Spawn Protection und er killt einfach schon mal einen Enderman. Ich hab's auch gemerkt, dass ich noch Spawn Protection hab. So, wo bist du? Oh, hier ist noch ein Enderman. Und das ist ein Creeper, noch ein Enderman. Du bist bei dem Creeper, hab ich recht? Ja. Hier war ein Creeper, jetzt ist ein Loch in der Wand. Ah, fuck, ich bin runtergefallen. Ah, da bist du ja. Hier. Warte, ich muss noch den Enderman da killen. Enderman, hör auf! Stopp! Bleib stande! Ja, noch ein Enderperl, Alter, geil. Nice. Was wolltest du haben? Eisen. Eisen, hier. Willst du das Gold auch? Ja, kann ich mir auch mal geben. Gut. So. Du denkst an die Spinnen? Ah, nicht. Wo geht's denn Spinnen? Da, wo du jetzt lang gehst, oder? Ich glaube, ja. Ja, da, wo ich lang gehe. Okay, dann markiere ich mir das mal. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo hier. Du wirst schon finden. Ja. Aber es wäre wichtig, dass du die findest. Ja, ich suche die mal als erstes. Okay. Hallo Creeperino, was geht? War ich hier schon mal? Man könnte meinen, hier ist ein Enderman-Spawner. So viele Enderman, wie wir gesehen haben. Ja. Naja, ich steck mich jetzt einfach hoch. Wie ein guter alter PvP-Spieler das eben so macht. Und dann runterfällt und stirbt. Genau. Oder jetzt gleich Kies über einem kommt. Oh Gott. Noch immer so eine Sache. Habe ich auch schon geschafft, daran zu sterben. Ein Kies? Ja, oder ein Sand oder so. Oh, ja. Hier neben mir ist sogar Kies. Pass auf. Oh, ich höre schon wieder einen Enderman rumporten. So. Ach, ich hab's geschafft, ohne zu sterben. Ja, Licht, es ist sogar Tag. Ein Wunder. Krass. Perfekt. Direkt neben mir ein Creeper. Und noch ein Enderman. Ich versuche den nochmal zu killen. Oh, eine Spinne. So viel schönes Essen hier. Na, du Spinne. Okay. Ich nehme mir den Enderman als nächstes vor. Oder hier die Schweinchen. Da waren die Dias. Den. Wo ist der Typ hin? Mann, jetzt habe ich den Enderman verpasst. Egal. Was werfe ich weg? Bruchstein. Braucht man jetzt erstmal nicht so dringend. So. Spawn war bei 0-0, oder? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ja, auch nicht. Ja, sieht's, hier war schon jemand. Das ist ein Wölleblock, gell? Okay. Mach die Quartz mal auf. Und muss in die falsche Richtung, natürlich. Ja, mit Null kommt er nicht hin. Was? Was? Alter. Alter, was? Das Spiel hasst mich, Alter. Was hast du gemacht? Ich laufe hier lang und auf einmal fallen zwei Creeper von der Decke. Bitte sterb nicht. Oh, Alter, ich werde gerade vom Mobs gejagt. Okay, langsam habe ich echt ein Problem. Dann bau dich ein. Ja. Ich will jetzt nicht gleich im Chat lesen, RGB-Pixel was slain by Fledermaus oder so. Okay. Oh, ich habe mich eingebaut, ich... Ess mal was und regeneriere mich. Alter, ich habe noch 4 Herzen. So, ich mach mal den Zaubertisch. Warum hab ich eigentlich... Hier, Bücher. Nice, ich habe einen Zaubertisch. Ja. Kann mir auch gleich einen Bogen machen. Sehr gut. Perfekt. Und dann schaue ich mal, was ich so auf mein Schwert bekomme. Haltbarkeit 3, Band Schärfe. Okay. Stärke. Nimm mal Stärke mit. Ja, den Rest verzauber ich mal noch nicht. Genau. Nehme ich noch ein bisschen Holz mit.
Das kann nie schaden, wenn man genug Holz dabei hat. Jo, das stimmt. Ja, also ein paar Planks. So, perfekt. Weiter geht's Richtung Sporn. Hoffentlich ist es auch Richtung Sporn. Nein, ich laufe wieder falsch. Dann geht's hoch. Dann geht's hoch. Dann geht's da lang. Also Quartz lesen ist nicht so meins. Das habe ich noch nie so gut gekonnt. Aber jetzt weiß ich es so ungefähr. This way. So. Picks noch mitnehmen. Chicks noch mitnehmen, die Picks noch mitnehmen. Oh, ich höre schon wieder eine Spinne. Das hier sollte ungefähr die Ebene sein. Ich scheiß jetzt mal auf die Spinne, wir haben ja einen Spinnenspawner. Also in die Richtung sollte es eigentlich zum Spawn gehen. Ich orientiere mich gerade an irgendwelchen Sachen. Ah ja, jetzt weiß ich, wo es der Spawn ist. Perfekt. Ich bin gerade bei dieser Stelle, wo mit diesen Holzplanks rübergesteckt wurde übers Wasser. Da, wo du auch gesehen heute von der ersten Folge. Ah, ja. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht, bis man da hinkommt. Wie war das? Wir dürfen Koordinaten zensieren, ne? Ich müsste jetzt erstmal wegen der Höhe gucken. Da muss halt dran denken. Also mich juckt's nicht, weil ich halt gerade rumrenne. Okay, passt. Jo. Nee, ich werde mit Sicherheit dran denken. Gut. Kannst du ja so ein richtig schönes Brava-Logo drauf machen. Ja, gute Idee. Das hat es, glaube ich, Christina gemacht. Ah. Mann, wo ist der Spawn? Müsste doch hier irgendwo sein. Oh ja, genau. Das ist auch noch wichtig für Pfeile. Ja, toll. Darf ich weg? Ja, das braucht euch nicht. Wir wollen ja nichts umbenennen, oder? Nee. Ich glaube, das ist Check. Luxus. Ja, ich glaube auch. Das Level sparen wir uns lieber. Ja. Mann! Oh, hier ist das Villager-Dorf. Das heißt, dahinter ist das Bauern. Okay. Da ist noch ein Chick. Nice, noch mal Federn bekommen. Jetzt habe ich heute wieder die halbe Folge damit verbraten, hier so zum Spawn zu laufen, ey. Richtig belastend. Bei dir passiert wenigstens so was Spannendes. Ich strip meine und ich habe Dias gefunden. Nice. Pass aber auf, bau erst drunter und weg, gell? Ja. Oh, das sieht nach vielen aus. Eins. Wo am Spawn waren welche? Das ist das. Zwei. Aufgegraben. Noch irgendwelche Chicks da? Alter, willst du mich verarschen? Weißt du, was für eine Dia-Ader ich gefunden habe? 9. Geil, Mann. Ich habe einfach mal 9 Dias gefunden. Ich gehe jetzt in Nether. Und, Alter, ist der risky. Huh. Und eine Nether-Festung direkt. Perfekt. Ja, hol mal ein paar Blaze-Rods. Ich höre sogar schon Blaze. Und hier war noch keiner im Nether anscheinend. Ja, wundert mich nicht. Wieso? Ich weiß nicht, der Nether ist irgendwie so die Garantie zu sterben. Ja, ich hab's auch gerade so gemerkt. Ich stirb mir jetzt bloß nicht im Nether. Ich hab Angst. Alter. Nein, easy für einen Flame. Wenn mich kein Gas irgendwie runterschießt oder so. Ist easy, tot. Ich sollte mir die Quartz vom Spawn mal noch aufmachen, dass ich's nachschauen kann. Oh, hier in das Loch nicht reinfallen. Und jetzt da hoch. Nice, Mann. Wir sind die Ersten im Nether, ey. Ich glaube echt. Ja. Weil es hat sich noch keiner von dieser Startinsel weggebaut. Ah. Du musst jetzt denken, was laber ich für eine Startinsel beim Nether? Mach keinen Scheiß. Okay. Ich baue über mir keine Blöcke mehr ab, wenn Gravel runterfallen könnte. Alter.
Ich gerade fast einfach durch Gravel erschlagen worden. Ja. Pack dir die erstmal irgendwo safe hin, bitte. Okay, nice. Da hinten ist eine Blaze Rod. Hey, jetzt können wir uns eigentlich auch Tränke machen. Ich meine, wenn wir schon die ersten sind. Alter. Ja, gut, wir dürfen jetzt nur einen Trank machen, ne? Wow. Ja, aber immerhin einen. Mann, Blaze Rod, verpiss dich. Ach du Kacke. Die hat immer noch nichts gedroppt, die blöde Kuh. Oh mein Gott. Alter. Verpiss dich. Junge. Jetzt ist die halt wieder so hässlich da drunter, ey. Komm. Komm. Komm, Peter, komm. Was? Da unten ist auch keine Lava. Okay, ich könnte sie hauen. Du bist in der Hölle, ne? Ja. Ach, scheiße, ich brenne. Der droppt auch kein Ding. Ne, wir sind die einzigen auf dem Server. Ich dachte, ich hätte gerade einen Nametag gesehen. Aber nachdem wir alleine sind, wohl kaum. Ah, was ist denn mit meiner Minecraft kaputt? Falls irgendeiner der Zuschauer eine Idee hat. Gold und Netherwarzen, nice. Wow. Wer ballert da? Und nochmal, oh nein, wir hätten uns keine Pickaxe machen müssen. Ah, oh, so ein Kack. Wieso? Ich hab vier Obsidian gefunden. Ja, okay. Na gut, ich habe jetzt wenigstens eine Pickaxe zu meinen. Ja, immerhin etwas. Alter, wie lange geht ein Netherfest denn runter? Toll, hier ist nichts. Ich meine, was jetzt natürlich nice wäre, wenn eine Glück 3 Pickaxe, aber. Nochmal Gold und Eisen. Ist auch nicht schlecht. Ja, Eisen habe ich auch. Okay, wann was? Schon wieder in 3 Minuten? Alter, das geht ja schon wieder. Das geht so schnell. Ne? Ich habe noch nicht die Netherwarzen gefunden. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir die nicht finden. Bist du schon in der Festung? Ja, ich habe sie gefunden. Nice. Okay. Ja. Ich weiß, dann kriegen sie die anderen schon nicht. Ja, wir nehmen alle. Ach, hier ist ja noch ein Peter. Guten Tag, Peter. Was geht? Nice. Und ich habe eine Leather Rod auch noch. Alter. Also, falls ihr was Spannendes sehen wollt, irgendwas, was nicht Strip-Mining ist, dann schaut beim Flame. Jetzt kann ich eigentlich den Dinger auch abbauen. Nice, noch eine zweite. Jetzt kann ich den abbauen. Perfekt. So, wo bin ich jetzt hergekommen? Das ist die Frage. Ah, ich glaube hier. Oder? Ja, da habe ich den Knochen reingelegt. Jawohl. Ist eine Torch? Das ist Spinne. Verpiss dich! So, ich baue jetzt den Spawner ab. Nice, perfekt. Oh shit, das wurde das Skelett. Das macht mich wundrig. Nice, das ist auch am Arsch. Okay, jetzt kann ich. Ah, da ist noch ein Spawner, den baue ich lieber auch noch ab. Also die Netherfestung ist echt groß, muss ich sagen. Wenn du zurückkommst, kannst du dann ein bisschen Holz und Essen mitnehmen. Okay, machen. Aber ich bin jetzt erstmal am Levelfarmen hier im Nether und am Verzaubern und so. Naja, wenn du zurückkommst, ich. Oh, hier sind so viele Spinnen gespawnt wegen dem Spawner. Ja. Ja, genau. Und ein Creeper natürlich. Ich habe die Netherwarze. Geil. Wow, dafür bin ich jetzt hier reingelaufen. Toll. Aber ich glaube, hier ist eine ganz gute Stelle. Wir werden eh in einer Minute gekickt. Hier noch ein bisschen Levelfarm. Die Frage ist, sollte ich mich vielleicht ein bisschen von der Spinnenfarm entfernen, bevor wir gekickt werden? Vielleicht. Nö, das passt. Ja, genau. Und am Anfang der nächsten Folge bin ich gleich mit Spinnen okay. Ich geh lieber ein paar Meter weg. So. 9 Dias, das ist ein Traum auf jeden Fall. Oh ja, das ist schon mal wir haben jetzt ja 10 Dias, das heißt, es werden Brustpanzer für einen von uns. Und 2 Dias für ein Schwert, theoretisch. Ja, ist die Frage, wollen wir das Schwert dann direkt verzaubern oder wollen wir erstmal Bücher verzaubern und dann das auf ein Schwert packen? Oder? Ich würde es hochpushen, das Schwert. Oder Schwert, ja, aber das ist teurer, glaube ich, hochpushen, oder? Mit Büchern geht. Achso, mit Büchern.
Ja. Ja, stimmt. So, ich bin runter. Ich Auch. auch. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, was das für diese Folge Brava. Genau. In der nächsten Folge farmst du weiter Level. Und schau mir die Ernährungsfestung noch mal genau an. Genau, und ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen nach Dias suchen. Und Ja, ja. hast ja schon mal Erfolg gehabt heute, Genau, heute ne? hatte ich schon mal Erfolg. 9 Dias gefunden, super geil. Und ja, dann rüsten wir uns so langsam hoch. Alles Genau. klar. Also dann, bis dann. Ciao. Ciao.